oder weiß ich nicht. Ja. Hm. Ach, sei nicht so. Ich habe deinen Titten ein Kompliment gemacht. Meine Schuhe haben gleich ein Kompliment für deine Kronjuwelen. Alles in Ordnung? Da bist du ja. Kaum bist du ein Minütchen weg, schon quatscht mich der Schwachmat hier an. Scheiße. Sorry, ich wollte nur sicher gehen, dass es deiner Perle gut geht. Also, und wo ist dein Freund? Er sitzt an der Bar und gibt mir ein Bier aus. Warum bestellst du dir nicht auch eins? Hoppla, das gehört nicht eigentlich zur Mission. Na komm! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Kennst du eh nicht. Ich suche einen Freund. Kennst einen Typen namens Josh? Ist wohl ein Stammgast. Kommt mir bekannt vor. Was willst du von ihm? Scheiße! Na, über unsere Liebschaften plaudern. Von denen habe ich auch einige auf Lager. Aber klar, wenn ich ihn sehe, sage ich dir Bescheid. Solche üblen Schläger wie er sind hier in der Bar unerwünscht. Pass auf dich auf. Hey, dein Bier. Keine Sorge, ich mach das schon. Du lässt es dir gut gehen, was? Du hast was von Josh gesagt, oder? Geh aufs Dach, Mann. Danke. Das ist die nächste Mission, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, scheiße. Die schwarze Witwe, das gibt's natürlich erst in der nächsten Folge. Verdammt, wusste ich nicht. Sehr ärgerlich. Ich dachte jetzt schon, ich habe hier irgendwie so, weiß nicht, so ein spontan Gedöns hier gerade gefunden. Oh je, Mini, Hagen schon wieder. Fang ich an zu singen, jetzt blutet mein Ohr. Beide Ohren. Wen interessiert's? Du hörst mich. Nee, ich will nur schlafen. Die Mission mache ich in der nächsten Folge direkt. Ja, muss ich. Ich schlafe jetzt, das ist ja dämlich. Naja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Bonus bei Nacht. Fast nichts. Okay. Oh, guck mal. Können wir auch noch mal schnell machen. Achso, nee, das nicht. Gut. Scheiße, jetzt habe ich natürlich schon eine nächste Mission angefangen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ah, gut. Okay, dann trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Aber ich gebe da noch oben und schreibe den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Dying Light 2 Stay Human. Ja, leider hat man in der Vorfolge schon ein bisschen angefangen mit der schwarzen Witwe. Aber jetzt geht's richtig. Also, möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen, was da passiert. Ich schneide das vorne rein. Ich schneide das, also, ich habe doch mal ein Gespräch reingeschnitten, wo wir da drinnen in der Bar. Das habt ihr gesehen. Ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt nicht irgendwie vergessen habe. Das war hier vorne. Hier. Da. So. Okay. Gleich hat er gewonnen. Ja. Jetzt hör mal auf. Und wie können wir da Leute? Okay. Das ist so von vom ersten Teil die Musik, ne? Die vom unbekannten Ort kommt. Ja. Ärgerlich. Achso, ja. Hä? Ja. Hui. Ist es Nacht? Nö. Hä? Das ist doch aber neu, oder?
Ich dachte, jetzt falle ich auch. Okay. Moment, jetzt habe ich glaube ich eine Mission versehentlich dadurch. Fragen Sie Josh nach Elena. Ey, tatsächlich, ich muss hier sogar rein. Cool. Habe ich nicht mitgekriegt. So, okay. Ich dachte, ich muss da hoch. Da ist die Musik. Du bist Josh? Ich will mit dir über Elena reden. Elena schickt dich? Ist ihr neuester Goldesel schon leer geschissen? Oder will sie mich etwa sehen? Niemand schickt mich. Aber du sollst einige Dinge über Elena wissen. Wichtige Dinge. Nee, ist klar. Du willst sie vögeln, wie wir alle hier. Verschwinde, ich ausraste und deine Fresse umdekoriere. Lass mich ungestört meine Musik hören. Boah. Ach du Scheiße! Virusträger! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Schnell! Von hinten! Die sind gleich da! Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich sehe nichts. Was? Wow. Ich weiß, übrigens, ihr könnt schon rausgehen, ne? Ah, hier ist schon wieder so eine Farmstation hier. Okay, ah, okay, das Aufsammeln ist hier nicht so geil. Alter, hau zu! Okay, da hinten kann man Licht anmachen, okay. Machen wir gleich. Wie gesagt, erstmal noch ein bisschen Farm. Ah, Arschloch. Okay, jetzt kommt. Jetzt ernsthaft. Oh. Okay. Na komm. Oh!
Okay. Viele sind hier, glaube ich, jetzt nicht mehr, ne? Die meisten sind schon despawned. Schade. Danke. Okay. Jetzt. Können wir trotzdem jetzt erstmal mal rumgucken? Ah, okay. Immerhin sind wir hier, aber es ist alles leider despawned. Ja, ich weiß nicht, was das gerade war. Ist abgestürzt. Oh, wir haben aber, glaube ich, noch ganz gut gelootet. Danke. Mag ich gerade mal ziemlich stark meinen und hoffen. Okay, ja. Mehr ist jetzt hier auch nicht. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Raus mit der Sprache. Welche Geheimnisse kennst du über Elena? Also gut. Wir kamen kurz nach dem Tod ihres Mannes zusammen. Der war der Dritte gewesen, der ihr abgekratzt ist, verstehst du? Ich habe Geld für sie ausgegeben, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann war alles weg. Da bin ich aufgewacht und kam drauf. Gift! Sie hat ihre Männer vergiftet. Und so sollte es auch mir gehen. Gift? Was für Gift? Sie hat ein Geheimrezept. Stammt angeblich von ihrer Mutter. Nach allem, was ich weiß, hätte es auch eine Alkoholvergiftung sein können. Meinst du, ich kenne den Unterschied nicht? Der Alk hat mich gerettet. Davon bin ich überzeugt. Er hat dem Gift den K.O. verpasst und mein Leben gerettet. Elena ist eine scheiß Hexe. Überzeug dich selbst, sie hat Unmengen von dem Mist in ihrer Wohnung. Sie hat's in so kleinen orangenen Kisten. Geh schon, schau dich bei ihr auf dem Schiff um. Okay, das schaue ich mir an. Alles klar. Orangene Kisten. Schiff. Elena. Das sieht ja die Mucke aus. Achso. Okay, schließen wir mal vorsichtshalber. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, hier ist zu. Achso, nee, warte mal. Ja, doch. Okay. Oh oh. Scheiße. Warum? Mann. Warum ist er. Er ist ein Stück weiter nach vorne gegangen. Okay, hallo nochmal. Bin gerade nur gestorben, also alles gut. Set. Alter, manchmal geht das nicht. Manchmal funktioniert das echt nicht. Dann komm hoch, irgendwie hoch. Gut. Übrigens, nein, ich sehe ja auch nicht wirklich viel. Ich weiß nicht mal, ob die Taschenlampe gerade an oder aus war. Okay. Ich wünschte, die Leute vom Bazar würden mehr mit uns reden. Wie lange kannst du auf die Erfahrung warten? Wenn es sein muss, mein Leben. Ich wüsste selbst gern, wo die Lieferung ist. Auf dem PK-Schiff natürlich. Natürlich. Super. Typen werden normalerweise schon von den Wachen am Eingang aufgehalten. So. Nee, oder? Also ich dachte schon, die hier drinnen. Ist hier noch drinnen?
Nö, jetzt habe ich ja alles besorgt. Jetzt denkt sie auch so, ach, naja, gut, schon noch hier bleiben. Oh, was ist da denn? Ja, hier ist ja super dunkel. Ach, untersuchen von der Mission wahrscheinlich, obwohl das ganz schön weit... links war. Moment, dann will ich, wie will das mal ganz kurz mal? Hab ich wahrscheinlich verwechselt. Gucken. Gefällt sie dir nicht? Bewirb dich um eine Versetzung. Keine Ahnung. Na gut, dann. Ich weiß doch gar nicht, Oh. Jetzt kommt das eine Kind gleich an. Was machst du da? Ah. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Juckt ihn überhaupt nicht. Okay. Nennt man auch sehr gute Wachmänner. Falsche Bewegung und ich spieße dich auf wie ein Spanferkel. Du? Du bist also ein Dieb. Was ist das? Raus mit der Sprache. Leck mich. Das ist meine Wohnung. Verzieh dich, ehe ich die Wache rufe. Tu dir keinen Zwang an. Die Wache interessiert sich sicher auch für dein Gift. Du hast Josh also gefunden. Und er hat dir erzählt, ich wollte ihn vergiften. Und dass du im Moment einen Mann aus dem Bazar betrügst, um an seinen Laden und sein Geld zu kommen. War es nicht so? Aber mit dem Töten kennst du dich natürlich aus, oder? Hey, wir müssen alle irgendwie überleben. Wenn ich mich von Kerlen mit Geld überhäufen lasse und sie mich mit Geld überhäufen wollen, dann haben beide Seiten was davon, oder? Aber getötet habe ich noch nie. Niemals. Warum sollte ich dir glauben? Du glaubst einem Säufer. Warum nicht auch mir? Hey, das ist doch noch nicht alles. Vier Männer sind tot und sie waren alle mit dir zusammen. Warum sollte ich sie getötet haben und nicht das Virus oder die Zombies? Schau, du Frischling. Das hier ist Medizin. Meine Mutter war Sani, die hat mir einiges beigebracht. Aufmachen! Was geht da drin vor sich? Versteck das alles, schnell! Skid up. Oh, verdammt. Gar nichts. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es wurde halt laut. Was erstmal hast du da in der Hand? Wir haben einen anonymen Tipp erhalten. Angeblich gibt es hier Gift. Es hieß, ein Mord sei geschehen. Sollte sich das tatsächlich als Gift herausstellen, wird diese Frau morgen hängen. Du musst mir helfen, hörst du? Bitte, ich bin keine Mörderin. Finde Barbara. Sie hat einen Laden auf der Insel St. Paul. Sie kann mich entlasten. Sie ist eine Seuchenhexe. Zeig ihr, was du gefunden hast. Ah, die kennen wir schon. Da waren wir schon mal. Wir machen die auch mal auf, ja? Mal gucken, ob sie da nochmal kommt. Nichts. Okay. Okay, ich laufe mal ganz kurz in die Richtung. Ich will diese Lupe nochmal sehen. Er hat verdorbenes Essen gegessen und jede Nacht mit einem offenen Auge geschlafen. Kann doch nicht ich sein. Glaub, ich wäre damit nicht klargekommen. Das konnte ich nicht ertragen. Ja, im Vergleich dazu ist das hier ein Paradies. Ist denn die Lupe jetzt hin? Ah, gut, schade. Ah, jetzt sind wir ja hier. Jetzt muss ich ernsthaft runen? Okay, raus. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch jetzt raus. Ich muss auf diese kleine Mini-Insel. Hier eine Nachwuchsliga aufzumachen. Dann hätten die Kinder auch was zu tun. Und wie
man die Kraft dazu, nachdem man den ganzen Tag gearbeitet hat? Tap, tap, da, da, da. Ich muss hier wieder über 500 Meter laufen. Ich hoffe, dass sich Jack Matt um diese verdammten Abtreibungen kümmert. Perfektioner. Oh, verflucht. Jetzt bist du dran. Ich dachte, das wäre egal. Scheiße. Scheiße. Jetzt, ich hoffe, jetzt sind nicht alle böse auf mich. Okay, alles gut. Oh, Mist. Die haben halt immer ganz gut dabei. Guten Tag. Oh, nice. Das hat viel gefallen. Jetzt habe ich ja 47 FPS und die Grafikkarte, die langweilt sich. Was ist, wenn ich jetzt V-Sync ausmache? Ja. Verstehe ich nicht. Achso, wahrscheinlich hier wegen, wa? Naja, lass immer V-Sync an, Leute. Außer ihr droppt irgendwo in manchen Gegenden wegen V-Sync auf 30 FPS. Nein. Oh, verflucht. Oh, verdammt. Ich muss darüber. Ah. Okay. Jesu. Ah, ja, genau. Hier waren wir schon. Genau. Hier hatten wir ja die Kerzen mit den falschen Brennen. Oh, die haben es nicht gefixt. Okay, ich wollte gerade sagen, die haben es gefixt. Aber nee, hier brennen die immer noch daneben. Ey, ist super wichtig, das zu sehen, zu sagen. Over. Ding dong. Gehst gleich da oben. Das kleine Löchlein geht auch nicht auf. Bist du die Baba? Manche nennen mich so. Ich war doch hier schon. Ja. Ich muss rausfinden, ob das Gift ist. Kannst du mir helfen? Es ist dringend. Dazu brauchst du mich nicht. Nimm einen Schluck, dann finden wir es raus. Ich meine es ernst. Das Leben einer Frau hängt buchstäblich davon ab. Komm schon, hilf mir, verdammt. Du kämpfst für diese Frau. Aber sie ist nicht diejenige, die du suchst. Hm. Es ist vertraut, aber... Du musst mir die richtigen Reagenzien bringen. Oh. Reagenzien? Dafür ist keine Zeit. Geht das nicht schneller? Unter Wasser wieder, wa? Schlucken geht immer am schnellsten. Bist du bereit? Nee, ich schluck sie nicht. Ich hole die Reagenzien. Von wo? Die sind selten. Du findest sie vielleicht im GRE-Lazarett in der Kathedrale. Ach, komm schon. Keine Nachtmission.
Na gut. Da. Da muss ich hier auch raus. Guten Tag. Schlechte Entscheidung, Arschloch. Du bist tot. Jetzt reicht's. Du bist tot, du lachst mich das Feuer löschen. Ah. Das ist eine Nachtmission. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt dadurch natürlich leichter gemacht, weil wir hier drinnen dank der Hauptmission ja schon alles fertig gemacht haben. Ich meine, ihr kennt mich. Normalerweise loote ich alles zu gerne, aber hier möchte ich die jetzt nur schnell finden. Dann ist gut. Dann wieder raus. Perfekt. Kann ich hier nochmal aufbrechen? Schade. Doch. Oh, da hinten ist noch einer. Die könnte ich nämlich irgendwo verkaufen. Nur leider Gottes weiß ich nicht mehr, wo das war. Wie gesagt, ich will jetzt hier nur ganz fix alles machen. Dann wieder raus. War hier nicht nur irgendwo einer? Ne, waren nur die zwei? Okay, scheinbar ja. Huch. Perfekt. Das ging ja jetzt beeindruckend schnell. Oh, wieder zurück. Geil. Wieder so ein Underground-Tunnel. Massiv schnell. Geil. Bing, bong. Die kennen mich gar nicht mehr. Da bist du ja wieder. Ich dachte schon, du lässt deine Freundin im Stich. Ach. Mit Reagenzien von der GRE. Ist das Gift? Probier's. Und sie, sacht gerührt, den Atem stille, bringt es Tod oder Lebenswille? Er ist tot. Was war das denn? Den Kids gefällt das. Wer dichtet, schnell sein Werk verrichtet. Und? Ist es Gift? Definitiv nicht. Das sind Antibiotika. Antibiotika habe ich seit Jahren nicht gesehen. Damit kann man also niemanden umbringen. Eher nicht. Ein erfahrener Drogist hat die angefertigt. Sehr gute Arbeit. Ich könnte dir noch mehr erzählen. Aber alles sagtest du nicht, jemandes Leben sei in Gefahr? Genau. Du hast eine Mission. Bist du schon wieder zurück? Und was nun? Noch mehr Leben retten? Diesmal bin ich an deinen Diensten interessiert, aus privaten Gründen. Was machst du eigentlich genau?
Ich mixe und verkaufe hier alles, von Heilgetränken bis hin zu mächtigen Gegenmitteln gegen die Infizierten. Okay, Hokus Pokus also. Du wirst der Barber gefälligst Respekt zollen. Ah, meinst du? Kümmer dich nicht um Corvus. Er nimmt alles viel zu ernst. Erzähl mir mehr über deine komischen Tränke. Dem Inhalt dieser Gläser nachzuschätzen, hast du Friedhöfe geplündert. Du meinst meine Zutaten? Meine seltenen und mächtigen Zutaten. Aus denen fertige ich Wunderwerke. Wunderwerke. Manche duften so stark, dass jeder Infizierte herbeigerannt kommt, egal was ihm im Weg ist. Andere stinken so heftig, dass jeder Infizierte panisch flüchtet. Und wieder andere verleihen dir Fäuste aus Feuer, die jeden Gegner mit jedem Hieb versengen. Klingt zwar nach Bromborium, ist aber interessant. Erzähl mir was über deine Heiltränke. Ich verkaufe alles. Von Heilsalben für die schwersten Wunden bis zu Tränken, die Krankheiten heilen. Ein junger Mann wie du braucht doch sicher mein potenzsteigerndes... Nein, aber ich bin bereit, einige deiner Sachen zu testen, trotz aller Zweifel. Du wirst begeistert sein. Meine Tränke sind jede Münze wert. Ja, sie stammen also von Monstern? Teilweise, ja. Seltene Kreaturen weisen obskure Mutationen auf, die Hormone mit speziellen Eigenschaften haben. Wenn ich die mit den richtigen Kräutern und Komponenten kombiniere, ergeben sich mächtige Waffen und heilende Gegenstände. Mir fehlen übrigens gerade ein paar wichtige Zutaten, daher könnte ich Hilfe gebrauchen. Vielleicht möchtest du ja für mich jagen. Warum schickst du ihn nicht los? Weil ich kein Botenjunge bin. Ruhig, Corvus. Deinetwegen fehlen uns die Zutaten und die Kunden, weil du die Leute vergraulst. Was sind die für... Ich habe keine Angst vor Monstern. Oder vor dem hier. Also gut. Wenn du jagen kannst, kaufe ich dir ab, was du mir bringst. Das wird sich für dich lohnen. Was brauchst du? Zunächst mal das Hirn des seltenen Rammers. Es enthält ein spezielles Enzym. Woher weißt du sowas überhaupt? Die Antwort auf diese Frage würde selbst einen so starken und zähen Mann wie dich in den Wahnsinn treiben. Klar doch. Ist ja auch egal. Wo ist er? Im Park in der Nähe wurde neulich ein Rammer gesichtet, der ungewöhnlich groß ist. Bring mir seinen Kopf, dann bezahle ich dich bestens. Ein Rammerkopf. Kommt sofort. Oh, ich glaube, da müsste ich tatsächlich auch noch ein bisschen warten. Da müsste ich gleich auch noch ein bisschen warten. Weil die Rammer sind ja diese ganz groß mit diesen riesen Hammern. Und ja. Oh, meine Uhr unten ist wieder da. Hemmstoffbehälter erkannt. Ich bin nicht beeindruckt. Genug gespielt. Na. Da schlägt der Säugling härter zu. War das schon alles? Ist das ein Gegner? Das endet hier und jetzt. Achso, ich habe keine Ausdauer mehr. Das war ernsthaft ein Gegner. Hä? Oh. Scheiße, ich dachte, das wäre kein Gegner. Das den hätte ich. Ja. Na gut, egal. Ich dachte, ich habe ihn gerettet. Wow, die sind alle leer. Die haben nicht mehr irgendwie ein paar Pfennige dabei. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich führte deinen Lieblingsbuchstaben.
Okay, was ist denn da oben? Sorry, dass ich jetzt hier mal wieder... Voll Bock auf Sterben. Geil. Ah, hier drin ist die Belohnung. Okay, cool. Das ist ja cool. Erstmal natürlich die andere Belohnung hier, ne? Armreif. Ist hier 126, ja geil. Wenn das so weitergeht, kann ich die 100er auch alle schon langsam weg. Pfeffern. Wegfeuern. Da drüben ist auch noch so ein Area. Da ist er. Den meint sie bestimmt. Ach du Scheiße. Die meinst du safe? Ho! Oh Mann. Das wird ja was. Jetzt geht gleich die FPS wieder hoch und zwar wirklich Schritt für Schritt. Schau, ich dachte, ich kann weiter rennen. Manchmal funktioniert das. Ich wusste nicht, dass man hier so reinfliegen kann. Ich dachte, jetzt kommt so... Angriff! Oder so. Diese Zone wird von Peacekeepern gesichert. Warum habe ich jetzt hier schon wieder einen dämlichen Wegpunkt? Das nervt mich. Oh Gott. Da oben, what the fuck? Weil die ist... Achso, die ist ja im Gefängnis. Okay, ich muss einmal runter. Ich hab mir das Ganze hier noch gar nicht angeguckt. Hier war ich auch noch nie. Ich meine, klar. Oh, ihr habt eine Mission. Hallo, Jungs. Sorry. Hier ist es. Das ist alles wegen dir, du Arsch. Du solltest uns aus der Stadt rausbringen. Ja. Und dann habt ihr euch fangen lassen. Du hast uns verarscht. Mal langsam, Joe. An seiner Stelle würdest du dich auch um dich selbst kümmern. Du musst Joe entschuldigen. Er hat einiges durchgemacht. Die Peacekeeper haben Methoden für Leute wie uns. Sie sagen, es gebe keinen Strom, aber irgendwie finden sie eine Batterie, die sie an deine Eier anschließen können. Klappe! Halt die verdammte Klappe, Jack! Ich würde dich zum Tee einladen und in Erinnerungen schwelgen, aber deinetwegen sind wir hier. Also verpiss dich gefälligst und lass uns hier verrotten. Genau. Verpiss dich! Ach, die beiden! Sucht euch einen anderen. Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben. Hör zu, du Verlierer! Ich frage nett und du brauchst gleich auf? Schlag ihn, Jack!
Er hat es so gewollt. Mach, dass du hier rauskommst. Oder wir sind eines weiteren Mordes schuldig. Ach ja. Ah ja? Dann versuch mal, mich zu erreichen. Ich kann weit genug reichen. Wart's ab. Im schlimmsten Fall verfolge ich dich aus dem Grab. Jetzt geh mir aus den Augen. Leider keine Mission bekommen, glaube ich, weil wir so böse Typen waren. Was, du bist da draußen? Nee. Nee. Jolly, was machst du denn hier? Ich sehe zu, wie endlich Gerechtigkeit walten wird. Hey, klappe jetzt. Das ist ein Gefängnis, kein Fischmarkt. Warte! Maya, das ist kein Gift. Das sind Antibiotika. Antibiotika? Bullshit. Es gibt seit 20 Jahren keine Antibiotika mehr. Hör auf mit dem Scheiß. Doch, sie hat sie angefertigt. Na schön. Dann trink. Beweis mir, dass das kein Gift ist. Mach ich. Trink aus, Kleiner. Sonst hängt sie. Ja, doch, komm. Ich vertraue der Barber. Also, runter damit. Oh Gott, Scheiße, das kann jetzt so schlecht werden. So wahr mir Gott helfe. Dieser Mann hat den Behälter leer getrunken. Das ist kein Gift. Gott sei Dank. Angesichts dieser neuen Beweise wird Elena freigelassen. Nein! So darf es nicht enden! Sorry! Danke, Aiden. Du hast mir das Leben gerettet. Wo gehst du nun hin? Das ist egal. Hauptsache, es ist weit weg. Letzte Nacht wurde meine Wohnung geplündert. Hier gibt es nichts mehr, was mich hält. Ich bin zu bekannt, um hier mein Handwerk auszuüben. Ich muss weiterziehen. An einen angenehmeren Ort. Du weißt, dass sie uns alles geraubt hätte. Dass du sie den Wachen gemeldet hast, war eine gute Tat. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich habe herausgefunden, was du wissen wolltest. Jolly, wovon spricht er da? Ach, es geht nur um eine Konkurrenzanalyse, Dad. Zur Stärkung des Geschäfts. Warte, das war sie also. Gleich wieder da. Du bist gescheitert, Aiden. Elena lebt noch. Ey, ich sollte die Wahrheit rausfinden, nicht sie töten. Wie hast du deinen Vater überzeugt, die Wachen zu rufen? Leicht war's nicht. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Und ich konnte es nicht. Verzieh dich. Ich will dich nie wiedersehen. Okay, sie ist instant raus. Ah, gut. Scheiße, haben wir die... Die Mission haben wir fertig, ne? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, doch, ja, hier. Ja! Wieso haben wir zwei Stück dann nicht bekommen? Habe ich irgendwas vergessen? Kann ich hier scrollen? Ja. Nö, überlagen. Ich hatte auch, glaube ich, keine Second Quests. Wartest du drauf, dass sie uns hängen? Okay. Bis heute dachte ich, dass unsere Chancen gegen Abtrünnige gut stehen. Da ist das Buch. Das wollte ich in der Folge unbedingt machen. Weil ich ja unten ja schon war. Das würde ich auch jetzt noch gerne machen. Auch wenn es nicht zu dieser Mission hier gehört. Was gibt's Neues? Ich hab dich gestern hat mein Typ da gesagt. Er hat mir die ganze Show zugeschaut. Deine Hände sind so gepflegt. Danke. Das ist doch eine Frechheit, oder? Ich glaube, ich werde nicht. Wo haben sie denn her? Moment, hier muss irgendwo so ein Schrank sein. Dieser Winkelschleifer ist wahrscheinlich älter als du. Und guck mal, wie er sich gehalten hat. Du kannst sicher irgendwas. Das ist eine Koronschleifscheibe. Hier muss irgendwo so ein komischer Schrank sein. Das ist ein Mineral. Ich glaube auch, dass ich da hoch muss. Kann natürlich sein, dass es noch... Jetzt wenn wir dich noch beim Clown erwischen, verlierst verdammt du eine Hand. Vielleicht geht das noch nicht, dass ich da hochkomme. Wirst du ausgepeitscht.
Ja, ich hab's. Ja! Oh Gott, könnt ihr euch sehr gerne durchlesen? Okay, schade, das bleibt für immer. Oh, der hat eine Mission? Ich bin Albert. Und nach dem, was ich höre, bist du Eden. Dir eilt ein ziemlicher Ruf voraus, mein Junge. Es heißt, du seist furchtlos und läufst nachts quer durch die Stadt, als sei es mitten am Tag. Oh, Nachtmission. Und das glaubst du alles? Zuerst habe ich es nicht geglaubt, weil ein Pilger immer irgendeine finstere Vergangenheit hat. Ein Bandit, Rebell, Gesetzloser. Aber nach dem, was man sich über dich erzählt... Ich bin mir sicher, dass das, was du gehört hast, übertrieben ist. Unsinn, mein Junge. Ich habe da etwas, das du vermutlich nicht so häufig in die Finger bekommst. Glaube. Der Glaube an dich. Oh, Sir. Ich wäre vorsichtig damit. Es ist keine Zeit, um vorsichtig zu sein, mein Junge. Ich glaube, dass du mit deiner Stärke, deiner Entschlossenheit und deinem Mut Schätze von unermesslichem Wert bergen kannst, bevor sie auf ewig verloren gehen. Bevor die Menschheit unwiderruflich in ein intellektuell und philosophisch dunkles Zeitalter abstürzt. Also, Bücher. Hier geht es nicht um irgendwelche Groschenromane, Junge. Ich spreche über die größten literarischen Werke, die die Menschheit seit ihrem Anbeginn geschaffen hat. Die großartigsten Denkschriften, philosophische Abhandlungen, Werke voller Romantik, Drama und Horror. Und alle dienen dazu, die Menschheit selbst zu erleuchten und zu erbauen. Verlieren wir dieses Erbe, wirft uns das auf das Niveau von Höhlenmenschen zurück, die sich bestenfalls über wildes Grunzen ausdrücken, während sie primitive Figuren in Wände ritzen. Klar. Wie kann ich helfen? Bitte arbeite mit mir zusammen. Finde und sichere diese Schätze. Ich habe Nachforschungen zu den örtlichen privaten Buchsammlungen angestellt. Falls ich richtig liege, befinden sich in der ganzen Stadt zahlreiche unbezahlbare Bände. Natürlich wurden viele Bewohner von diesen grauenhaften Kreaturen der Nacht infiziert. Und da kommst du ins Spiel. Nimm diese Liste. Jeder Titel darauf entspricht einer der vielen Facetten der Menschheit. Wenn du sie nicht rettest, trübt sich der Diamant der Menschheit und zerspringt wie billiges Glas. Denk daran, wir sind nicht nur Kreaturen aus Fleisch und Blut, sondern auch aus Geist und Ideen. Ich beauftrage dich mit der Rettung des Geistes der Menschheit. In Ordnung, dann mache ich mich auf den Weg. Na gut. Ja, jetzt kann ich. Okay. Hast du mitbekommen, was Melly wieder mal gemacht hat? Würde ich sagen. Ich wäre jetzt hier eh soweit. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da nach oben und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.